Schisch, was geht? Heute gibt es eine neue Folge, ich bewerte eure Teams und ihr wisst, wer Mittwoch, also, ja, ich führe das nicht besser aus, willkommen zum ersten Team. Das war das Team der letzten Woche und dazu schreibt Uncut Gaming zum letzten Team Pope of Inform upgraden und AOA gegen Tovin What If. Ja, vielen Dank für diesen Vorschlag und wenn ihr hier Bock habt, irgendwie mit zu partizipieren. Wir haben einen Discord-Channel, ne? Der ist in der Beschreibung verlinkt. Da gibt es hier alle möglichen Themen, Trading, Teambewertung, SBC-Lösung, Packlack, bla bla bla. Und ja, da könnt ihr joinen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Team aus dieser Woche. Und das kommt von Mudasa. Er folgt mir und ist nur wegen Schießteam hier. Alles klar. Mayen Koblenz kommt daher aus Rheinland-Pfalz seit Januar 2021 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PS4, Hashtag Schießteam, Schießtube. Hey, ja, das ist mein Team. Untrade ist nur die Bank. Budget ist 400.000. Danke im Voraus. Grüße gehen raus an Noel. Vielen Dank. Wenn ihr auch hier einen Shoutout haben wollt oder helfen wollt, dann checkt einfach den Hashtag Schießteam auf Twitter ab und gebt dann eure Kommentare unter die Teams, sodass wir uns hier als Community auch gegenseitig helfen. Also, vielen Dank an alle, die es bereits machen und wir kommen zum Team. Im Tor haben wir Pope, dann haben wir Doherty, außerdem Gomez, Varane und Mondi. Im Mittelfeld haben wir Dembélé, dann Bruno Fernandes, Kanté, Jota und Pepe und vorne Zaha. Ja, FC Mudas heißt das Ganze. Teamwertung ist 186 und wir haben hier einen Teamwert von 600.000 und ein Budget von 400.000 Münzen. Ja, also, hier bei diesem Premier League La Liga Team. Was könnte man da tun? Man könnte als erstes einmal Salah reintun für Pepe auf rechts und dann als zweites Jota raus, dafür Barnes ins Spiel und Zaha upgraden auf die 86er Karte. Ja, das wären hier die Vorschläge mit dem Budget. Wenn ihr andere Ideen habt, dann in die Kommentare damit und wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von jemandem, der eine Karte, die wir gerade reingetan haben, als Profilbild hat, nämlich Gloa Rakai. Er folgt mir uns seit Dezember 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PS4, Hashtag Shishim, hey, brauch eure Hilfe, alles tradebar, außer Jata und Akanji, Budget 150.000. Okay. Ja, so sieht das Team aus. Da haben wir Gulashi im Tor, Walker, Akanji, Elvedi und Bernat. Im Mittelfeld haben wir Renato Sanchez, dann haben wir Ian Wright und Wayne Rooney. Und vorne Jata, Ben Yedda und Neymar. Ja, 112 heißt das Team, oder 112, wie auch immer. Teambewertung ist 188 und wir haben hier einen Teamwert von 1,7 Millionen mit einem Budget von 150.000 Münzen. Ja, 112. Also entweder ist es halt wirklich der Polizeiruf oder die R&B-Band. Da war ich mal auf dem Konzert, aber ja, je nachdem. Kommt ein bisschen auf den Alter an wahrscheinlich. Ja, was kann man hier machen? Was kann man hier machen? Also, bei diesem Team hier, Ligue 1 und England, ja, ist ganz cool. Und Bundesliga, was können wir machen? Also, als erstes Lemelu What If für Sanchez wäre so der erste Schritt, die What If-Karte. Dann als zweites Rooney und Lemelu tauschen. Ja, und dann packen wir Zambia Foot Birthday rein für Walker. Dann haben wir da noch ein bisschen was gemacht, chemietechnisch. Als nächstes packen wir Henry die Objective-Karte rein für Bernat. Die müsstest du dir dann erspielen, die EFL-Karte. Hat ja da den Link zu Rooney. Dann als nächstes Depay upgraden, nicht upgraden, Depay die 87er-Karte reintun. Und zwar für Ben Yedda, damit wir die Position upgraden. Und dann können wir zusätzlich auch noch Elvedi upgraden. Diesmal wirklich auf eine bessere Karte von sich, und zwar die Inform-Karte. Ja, das wäre hier der Vorschlag bei diesem Team. Wenn ihr andere Ideen habt, dann in die Kommentare damit und wir springen rüber zum nächsten. Und das kommt von einem, ja, vermutlich South Park-Fan, Osan. Er folgt mir uns nur hier für Schießteam. Alles klar, grüße ihn raus aus Deutschland seit Juni 2020 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag Schießteam, hey, ja, Community, Pereira, Deco, die Bank sind untrade, Budget 150.000, danke im Voraus, Hashtag PS4Share. Übrigens, weil ich die Frage häufiger bekomme, wenn ihr auf dem PC oder der Xbox seid, könnt ihr eure Teams natürlich auch einschicken. Ne? Dieses PS4Share wird automatisch von der PlayStation immer da mit zugefügt. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Ja, kommen wir zum Team. Dann haben wir im Tor Courtois, dann haben wir Estupinian, außerdem Berchiche, zusätzlich dann noch Varane und Mondi. Im Mittelfeld haben wir El Shaarawy, Tonali, Deco,
Rebic und Kubo und vorne dann auch noch Pereira. Ja, Sucuk United heißt das Team, 185 ist die Bewertung und wir haben hier einen Teamwert von 1,2 Millionen mit einem Budget von 150.000 Münzen. Ja, was haben wir hier? Also zwei gelbe Karten, das ist interessant, die European Road to the Final Karten, European League oder Europa League Karten. Ja. Was könnte man hier machen? Also, als erstes könnte man hier mit dem Budget von 150.000 Giatta reintun. What if? Und zwar für Kubo. Dann als zweites Golovin Freeze für Estupinian. Ja, und dann als drittes könnte man ins Tor dann noch Pacheco tun, damit Berchiche auf seine Chemie kommt. Genau, ja, das wären die Ideen, die Vorschläge hier bei diesem Team. Wenn ihr andere Ideen habt, dann schreibt das in die Kommentare und wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von jemandem von der Westkurve und zwar Blade. Er folgt mir und ja, wir sind von der Westkurve, ihr wisst schon, aus Moosbach. Schöne Grüße, seit Mai 2013 bei Twitter und er schreibt. Ist auf jeden Fall schon mal ein guter Start. Ich bin mal gespannt, was hier passiert ist. Ah ja. Ja gut. Also, schauen wir uns seinen Tweet an. Hashtag Schießteam, hey ja, was geht? Würde mich über eine Verbesserung freuen, habe 1,4 Millionen Budget, alles tauschbar bis auf die SBC-Spieler. Grüße, mach weiter so. Ja, schöne Grüße zurück. Ebenso schöne Grüße an Milosch, außerdem an Niklas. Vielen Dank und wir schauen uns das Team an. Da haben wir im Tor Fandasar, dann haben wir Bender, Klostermann, Gomez und Adama Traoré. Im Mittelfeld haben wir Mané, Kanté, außerdem Curtis Jones, Kluivert und Robben und vorne Mbappé. Ja, Spirit of X heißt das Team. Wir haben hier eine Teamwertung von 188 und wir haben hier einen Teamwert von 3,3 Millionen mit einem Budget von 1,4 Millionen Coins. Ja, was haben wir hier? Also Kluivert ist am Start, das ist auf jeden Fall chillig. Dann gelingt mit Robben, sehr gut. Kleiber auf der Bank ist, hat seinen Platz verloren an Bender. Interessant, interessant. Ja, was kann man hier machen? Also, man könnte als erstes Mané raustun und dafür Neymar reinstellen. So, dann als zweites könnte man die Walker-Inform-Karte reintun und zwar für Joe Gomez. Dann Kanté upgraden auf seine Inform-Karte und damit das chemietechnisch passt, müssen wir einmal umstellen und zwar folgendermaßen. Nämlich so auf die 4-3-3 die dritte Variante und dann sehen wir, dass alle auf volle Chemie kommen. Genau, das wäre hier der Vorschlag. Wenn ihr andere Ideen habt, in die Kommentare damit. Wir kommen zum nächsten Team. Und das kommt von jemandem mit einem sehr interessant ausgeschnittenen Profilbild, nämlich Tomeur24. Thomas folgt mir und ist seit März 2021 bei Twitter. Er schreibt: Hashtag PSFische, Hashtag Schießteam, @Schießteam, moin, das ist mein Team, Budget 250.000, danke im Voraus. Ingame 5-2-1-2. Schauen wir uns an. Da haben wir im Tor Radetzky, dann haben wir Sambia, Todibo, Tapsoba und Zanetti. Im Mittelfeld haben wir Philippe Anderson. Das ist auf jeden Fall gut, dass du den gemacht hast, weil, ja, hat gute Upgrades bekommen. Dann Jones, Rijkaard und außerdem Reece James und vorne Zaha und Ian Wright. Ja, und ich glaube, die Ian Wright-Karte ist die einzige Karte von einem Spieler ohne Trikot, wa? Ich glaube, sonst gibt es da nichts, wo jemand kein Fußballtrikot anhat. Naja, vielleicht hat er dafür die gelbe bekommen, wobei damals gab es die Regel noch nicht. Es waren gute Zeiten, wo die Spieler einfach ausrasten konnten und ja, mit den Fans und so, ne, ihr wisst. Also, wir haben hier auf jeden Fall den Teamnamen Thomas Road to Glory Team, Wertung 186 und wir haben hier einen Teamwert von 3,2 Millionen mit einem Budget von 300.000 Münzen. Und auch hier ist die Frage, was wir hier machen könnten. Ja, also ist auf jeden Fall interessant, auch da mit Reece James auf RM kann man machen, also auf Cam und dann ja die Fünferkette ingame logischerweise, wie er gesagt hat. Kann man durchaus so spielen. Da bin ich gespannt, was ihr daraus macht, weil das ist eure Aufgabe, liebe Freunde. Hunte lasse ich da auch schon auf der Bank. Also fleißig, fleißig. Schreibt eure Vorschläge in die Kommentare zu diesem Team und einer von euch kommt wie immer in der nächsten Folge dran. Ansonsten checkt uns ab auf Instagram unter @schießteam und ich hoffe,
dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann lasst sehr gerne ein Like da, drückt auf die Glocke, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Checkt Sheesh Play ab, ist hier gleich in der Endcard verlinkt. Und ansonsten, bleibt gesund, ganz, ganz wichtig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, macht's gut, bis dahin. Sheesh. Musiker.